Hi miteinander und herzlichst willkommen hier wieder zurück bei Minecraft Zomfort. Schön, dass du wieder da bist und mit mir Minecraft auf dem Zomfort-Server spielen willst. Wie ich in der letzten Folge schon erzählt habe, werden wir heute mal dort in die Richtung weiter erkunde mein Grundstück. Und da machen wir uns gleich mal auf den Weg vorbei am schönen Sonnenuntergang, Aufgang und tolle Aussicht. Ups. Abkürzung. Ja, wunderbar. Oh, schlechte Idee. Meck. Was ist jetzt los? Ah. Skelett, Skelett. Stirb! Dankeschön. So, also. Wie gesagt, gehen wir halt mal Creeper bekämpfen. Stirb! Doch, einfach. So. Jetzt nochmal. Wir laufen halt mal da nieder zu uns und gucken mal, was dort alles ist. Und zwar kann ich schon mal versprechen, dass dort ein Dörfle, ein kleines Dörfle ist. Das aber noch nicht fertig ist und dort werden wir nämlich in Zukunft auch weiterbauen. Dass das irgendwann mal fertig wird und man sieht schon ein bisschen. Hier. Das ist der Rest von meinem Grundstück. Eigentlich soll da rechts im Bild, also da in dem Bereich, an den Pfosten Kühe weiter, aber da die Schnüre immer die spawnen, laufen die dann irgendwann frei rum. Und ja, sind dann halt weg. Dort hinten, dem Weg entlang, kommt man, wenn man da so rumläuft, kommt man zu meiner Mühle. Mit dem wunderbaren runde Mühlrad. Rund. Ja, ganz richtig, ganz wichtig. Das ist das Mühlhaus, ist innen drin noch nicht wirklich eingeräumt. Und ja, in der Türe hat auch noch keinen Anschluss irgendwie. Da bin ich nicht zu weit. Aber das Gebäude an sich steht einmal und bietet eigentlich eine relativ schöne Kulisse. Aber der eigentliche Schwerpunkt liegt natürlich da Hanne auf dem Dorf. Und da stehen bisher drei Häuser und sowas Hässliches. Das hässliche Eck der Eglei. Das da Hanne war so das, nee, das da Hanne war so das erste Haus, das da Hanne entstanden ist. Können gleich mal neige, da eine Sicherheitsschleuse, dass die Villager nicht rauskommen. Die Villager sind da schön, können handeln. Habe ich noch nicht so arg oft gemacht. Ist aber die Möglichkeit dazu da. Ja, so Standardhäusle halt. Als zweites ist dann das Wohnhaus ein bisschen größer dazukommen. Mit sogar zwei Wohnungen. Einmal da unten. Was macht der? Ey, geh mal runter vom Tisch, bitte. Ksch. Hey. Das kann es ja wohl nicht sein, hä? Na also. Jetzt steht auf dem Stuhl. So, ein Segel. Ey. Was steht denn auf dem Tisch? Also gut, ja, das ist die kleine Wohnung in dem Haus. Oben gibt es eine größere, zweistöckige Wohnung. Ja, Standardware halt. Ich zeige jetzt auch nicht alles ganz genau. Wer will, kann mal vorbeikommen. Und sich das alles selber angucken. Die Koordinate werde ich oben einblenden. Dann kann jeder einfach mal herlaufen. Wir können auch mal vom Spawn aus herlaufen, dann findet es jeder. Ja, so sieht es dann halt aus. Mit Hinterausgang zum kleinen Garten und Hühnerstall. Mit Herner drin. Ja, alles halt so unerbaut. Und da dran. Man könnte jetzt wieder außen rumlaufen oder wieder durchs Haus durch. Ist völlig egal. So, da kommen wir zum größeren Haus. Das soll mal unter drin eine kleine Gaststätte oder sowas reingeben. Aber das ist noch nicht so weit. Ist noch ganz leer. Oben alle Stockwerke auch. Also brauchen wir gar nicht aufgehen. Und außen ist auch nicht ganz fertig. Fehlen nur Blumenkübel und alles mögliche.
Ja, das da soll so das Zentrum werden vom Dörfle. Mit Marktplatz und noch weitere Häuser außenrum, die aber noch nicht da sind und die da irgendwann mal nachkommen sollen. Und dann gibt es natürlich noch hier das ultimative Türehaus, das völlig verwirrend zu sein scheint, aber in Wirklichkeit hat es natürlich einen tieferen Sinn. Und zwar ist das so, dass sich die Villager vermehren, wenn Holztüren in der Nähe sind, die im Umkreis von 5 Blöcke oberhalb von ihrer Unterkante einen Block haben, der von oben von der Sonne bestrahlt wird. Ich hoffe, das hat jetzt irgendjemand verstanden. Ist ein bisschen komisch, aber es ist so. Und ach ja, die Blöcke müssen auf der einen Seite mehr sein wie auf der anderen. Also es müsse in die eine Richtung mehr Blöcke sein. Deshalb sind da so viele Tiere, die habe ich dann auch gemacht, dass sich die Viecher, die Villager, Entschuldigung, vermehren. Und ich habe Hunger. So. Ja, dass die sich vermehren können. Und das Haus an sich kommt eigentlich wieder weg. Das war bloß da, dass da mal ein paar entstehen. Ich habe mittlerweile auch schon ein paar Tiere überall versteckt, zum Beispiel da oben unterm Dach und so. Dass es halt genügend Tiere sind. Und in einer von den nächsten Folgen werden wir die Hütte da noch abreißen. Dann wird da schon mal Platz entstehen für ein schönes neues Gebäude. Und wir müssen natürlich auch da die Wege weiterführen. Dass man schon mal grob weiß, wo dann Häuser nachkommen können und wo der Weg verlaufen wird. Der Marktplatz wird auch vielleicht ein bisschen größer, aber nicht arg viel größer, weil so viel Platz habe ich gar nicht. Also Grundstücksgrenze von der Hanne ist, glaube da, oder noch ein bisschen weiter links vielleicht sogar. Ich weiß es nicht genau. Aber der Vorteil ist, ich habe da Hanne auf dem Grundstück daneben auch Baurechte, das heißt, und die Erlaubnis, dass ich mir da was bauen darf. Das heißt, ich kann da Hanne den Weg schön weiterführen und den dann auch an die Hauptwege anschließen. Ja, das ist soweit mal das Dorf und auch gleichzeitig das Aufgabegebiet zu der nächsten Folge. Da Hanne neues Haus, da Hanne eventuell noch Häuser nach, je nachdem wie weit man kommt. Und ja, so sieht meine Zukunftsplanung für das Projekt aus, für die Videos. Was auch noch so Sache ist, dass ja irgendwann demnächst Ende Sommer offiziell die Minecraft 1.8 rauskommt. Und ja, da kommt ja ziemlich viel Neues und deshalb soll scheinbar dann der Server da eine die Karte komplett neu aufgesetzt werde, das heißt, alles, was bisher war, wird weg sein. Habe ich gehört. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Aber es wäre natürlich ziemlich schade, wenn das so wäre, weil ich habe halt schon ein bisschen was baut und viele andere auch. Aber andererseits ist es natürlich auch nachvollziehbar und ich werde gleich mal da das Sach abernten. Wer sich wundert, warum ich in die Kiste reinguckst, ist so, dass das eine Redstone-Kiste ist und da habe ich mein Feld Abfluss aktiviert. So nämlich. Ja, es wäre ziemlich schade, aber nachvollziehbar, weil natürlich auch die ganze Neuigkeiten von den 1.8 und so ins Spiel rein sollte und auf den Server sollte. Es ist natürlich die Frage, wie das dann mit der Spiele-Videos-Serie von mir aussieht. Wenn denn da Hanna alles weg ist und plötzlich eine neue Karte da ist, was ich dann machen werde, das ist die Frage. Entweder ich höre auf mit der Dings-Serie und starte vielleicht irgendwas anderes Minecraft-mäßiges, oder ich mache auf dem Server halt weiter Videos, halt ja von null auf dann, was aber eventuell nicht so spannend ist, weil sich eben die Aufbauphase immer ziemlich lang zieht. Bis man mal an entsprechende Sache komme ist und was baut hat und hin und her. Es ist vielleicht nicht so spannend, vielleicht ist es auch spannend, ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. Hab da noch keine Erfahrung. Aber genau aus dem Grund wäre es ganz nett, wenn ihr mir unter das Video schreiben könntet, wie ihr euch das vorstellen tätet, wenn der Hanne jetzt plötzlich schwupp alles weg ist, was bisher auf dem Server war und ein komplett leerer Server, leere Karte neu gemacht wird, was dann
ja, euer favorisierte Variante wäre. Dann einfach weiterspiele oder das ganze Dings lasse und irgendwas anders mache. Das wäre mal ganz nett. Ich richte mich da ein bisschen so nach euch, ein bisschen auch nach mir natürlich. Und ja, also es würde mich freuen, wenn ich da ein bisschen Mithilfe beim Entscheide kriege, Dad. Und jetzt aber wieder zurück zu dem, was ich mache. Ich mache Kühe, und zwar viele kleine Kühe, solche wie die da. Beziehungsweise eigentlich mache nicht ich die Kühe, sondern ich animiere die große Kühe, kleine Kühe zu machen. So funktioniert das nämlich. Wenn da so ein Fisch daherkommt, dann fühlen sich die Kühe animiert, auf andere Kühe zuzugehen, und dann plupp, plötzlich stehen da kleine Kühe. Merkwürdige Sache. Warum ich die Kürbisse gerade ernte, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es hat irgendeinen Grund, aber ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die gepflanzt habe. Ist auch völlig egal. Ja, auf jeden Fall in der nächsten Folge werden wir vorgehen ins Dorf und dort mal ein bisschen weiterbauen. Und aus dem Grund können wir jetzt erstmal gleich noch ein bisschen Sache einpacken, was wir da vorne auf jeden Fall brauchen werden. So. Das ist übrigens eine Eierkiste, die wird von oben automatisch gefüllt. Da laufen, glaube ich, 6 Hühner oder sowas rum und legen ihre Eier in Trichter. Dazu habe ich die trainiert, dass die ihre Eier in Trichter legen. Und deshalb füllt sich die Kiste langsam. Nur so, falls es jemand interessiert. Gut, dann hätten wir das auch. Und können in Ruhe aufgehen. Hey! Was fällt denn dem ein? Oh, das nervige Fleisch, das macht noch keinen Sinn. In der 1.8 macht es, glaube ich, einen Sinn irgendwie. Weiß nicht mehr bei was, glaube ich, beim Verzaubern oder sowas, keine Ahnung. Aber es macht auf jeden Fall meinen Sinn. Ich habe schon so viel von dem Schrott und das bringt überhaupt gar nichts. So, aber jetzt zum Parker, da brauchen wir auf jeden Fall Türe, obwohl wir drüber auch viele Türe hin. Dann brauchen wir Steine, die Slabs, die Dinger und jetzt sagen wir Bucket Later nochmal Ladung. Von den Rheinstein. Rheinstein. Von den glatten Steine. So. Stones. Dann, wo waren wir? Da Hanne. Ein Crafting Table wäre nicht schlecht, weil sonst muss ich mir dann machen. Eine Kiste zum Sach ablegen. Scheibe, ja. Kann man immer brauchen. Bisschen das. Na, ihr nicht. Dann brauchen wir auf jeden Fall Gravel und Holz. Die passen da drauf. Die brauchen wir auf jeden Fall. Da brauchen wir viel davor, obwohl wir die auch abernten können noch. Da vorne wächst ja gerade genug von den Bäumen. Aber das ist mal das Wichtigste, glaube ich. Und Wolle, weiße Wolle. Das ist nicht so viel. Haben wir da eine Schere? Nee, doch, haben wir. Überragend. Bringt uns aber nichts, weil wir keinen Platz haben. Dann müssen die Steine da bleiben. Und das kommt mit. Und die Schnitzel kommen da drauf. Dann sind das bloß nur 2. So, jetzt langsam wird's was. Dann bleibe ich einfach mal daheim stehen, weil da ist es relativ sicher. Außer da unten steht ein Zombie. Aber, sieht gut aus. Da drin auch nicht. Dann bleibe ich mal daheim stehen und warte genau daheim, bis die nächste Folge beginnt. Und in der Zeit wünsche ich euch gute Zeit und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und mir zuguckt. Viel Spaß noch, euer Fischstar.